Hallo liebe Leser und liebe Zuschauer unserer digitalen Kulturreihe. In den Zeiten, in denen Theater und Konzerthäuser geschlossen sind, wollen wir versuchen, trotzdem Kulturen zu Ihnen nach Hause zu bringen. Wir tun das mit diesem neuen Format. Wir freuen uns, dass Sie eingeschaltet haben und wir hoffen, dass Sie das auch wieder tun bei uns auf abendblatt.de. Wir sind da, kommen Sie doch auch vorbei. Und wenn es Ihnen gefallen hat, spenden Sie gerne digitalen Applaus. Uns freut das und die Künstler natürlich auch. Jetzt geht's los. Gute Unterhaltung. Hallo, ich bin Till Seifert, ich bin Singer-Songwriter und ich freue mich sehr, dass mich das Hamburger Abendblatt gebeten hat, ein kleines Konzert für die digitale Kulturreihe zu spielen. In der momentanen Zeit sind viele Konzerte einfach nicht möglich und ich hoffe, ich kann ein bisschen entschädigen durch dieses kleine, wenn auch Videokonzert hier. Ich spiele ein paar meiner Songs. Der erste Song, den ich spiele, der handelt eigentlich davon, dass man manchmal im Leben so Momente hat, wo man merkt, dass Ziele oder Pläne oder Wünsche, die man hatte, nicht so richtig in Erfüllung gehen und dass man nicht so richtig weiterkommt. Und es gibt immer so einen Spruch auf so Karten, den lese ich ganz oft irgendwo, am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist noch nicht das Ende. Und ich glaube, dass es ziemlicher Quatsch ist, weil wenn das so wäre, dann würde uns ja allen nie irgendwas Schlechtes im Leben passieren. Aber was ich schon glaube, ist, dass wenn man mit einer Idee an Dinge rangeht, dass es am Ende schon irgendwie gut werden wird, dass die Chance, dass das dann auch passiert, auf jeden Fall deutlich größer ist. Und ich glaube, das können wir in der aktuellen Zeit alle ganz gut gebrauchen. Mein erster Song, am Ende wird es gut sein. Sie hat geträumt von einem kleinen Haus am See, einem Job, den sie liebt, einem eigenen Café, dass ihr Tag nur aus Highlights besteht und es immer, immer weitergeht. Doch es läuft halt nicht immer unbeschwert. Manchmal ist man raus, ohne dass man's merkt. Und manchmal muss man Umwege gehen, um am Ende endlich klar zu sehen. Und wieder stellt sie die Frage, warum sind wir hier? Warum soll ich rennen, wenn ich immer nur verliere? Du musst den Sinn dahinter nicht verstehen, nur weitergehen. Wir wissen doch alle nicht, was kommt, was geht, was bleibt. Doch ich weiß, am Ende wird es gut sein. Am Ende wird es gut sein. Egal was da kommt, was geht, was war, was bleibt. Ich weiß, am Ende wird es gut sein. Am Ende wird es gut sein. Er hat gehofft, dass es irgendwann mal reicht, mit 60 nach Hause reisen vielleicht, sich auch über die kleinen Dinge freuen und am Ende bitte nix bereuen. Doch im Leben läuft's anders als man denkt, manchmal ist es hart, wenn man merkt, wie es rennt und wenn die Zeit am Ende nicht reicht und so vieles ungesagt bleibt. Ey, schau nicht nur zu, das Leben vergeht. Nichts ist verloren, nicht zu spät. Du musst den Sinn dahinter nicht verstehen, nur weitergehen. Wir wissen doch alle nicht, was kommt, was geht, was bleibt. Doch ich weiß, am Ende wird es gut sein. Am Ende wird es gut sein. Egal was da kommt, was geht, was war, was bleibt. Ich weiß, am Ende wird es gut sein. Am Ende wird es gut sein. Nichts ist verloren und nichts ist zu spät. Nichts ist für immer und nichts, was nicht geht. Ein nichts, was nicht geht. Was nicht geht. Denn wir wissen doch alle nicht, was kommt, was geht, was bleibt. Doch ich weiß, am Ende wird es gut sein. Am Ende wird es gut sein. Ja, für mich auch ein bisschen ungewohnte Situation, ein Konzert zu spielen, ohne dass man Reaktionen vom Publikum bekommt oder ohne Applaus. Ich hatte schon ein Konzert, das war ein Wohnzimmerkonzert, das mache ich öfter mal. Und die hatten einen Hund zu Hause und der Hund, das war auch alles cool und so, die Musik hat ihm, glaube ich, auch gefallen. Aber was ihm gar nicht gefallen hat, war nach den Songs, wenn die Leute applaudiert haben.
Da ist er dann völlig abgegangen und hat gebellt und hat nicht mehr aufgehört. Und dann haben sich irgendwann das Publikum hat sich irgendwann darauf geeinigt, ja, dann lass einfach nicht mehr klatschen. Und das war natürlich für mich ein absoluter Traum. Aber ich habe dann mich erinnert, so einen Film gesehen zu haben, wo es um Gehörlose ging. Und die machen immer so, anstatt zu klatschen. Und das haben die dann auch gemacht. Und das war, glaube ich, auch für alle okay. Deswegen, ja. Der nächste Song, den ich spiele, der handelt von so einer Zeit, ja, in der man so ein bisschen in den Tag leben konnte. Ich glaube, man hat nicht viele Momente oder viele Wochen im Leben, in denen das so ist, in denen man einfach mal im Moment ist, ohne daran zu denken, was morgen passiert. Und ich glaube aber, dass es ganz wichtig ist, dass man mindestens einmal im Leben so eine Zeit hat, einfach auch, ja, um den Tag zu genießen, um mit den Menschen zusammen zu sein, die man lieb hat. Und darum geht es in dem Song, den ich jetzt spiele, der Sommer. Es war im Sommer 2011. Wir hatten uns und die Welt war perfekt. Hatten Zeit wie andere Geld und wurden jeden Morgen von der Sonne geweckt. Wir wussten morgens nicht, wo wir abends sind. Ein Blick von dir und der nächste Plan war abgestimmt. Wir haben jeden Tag zum Besten unserer Zeit gemacht und uns zum Himmel gedacht. Kann's nicht noch einmal so sein? Nur noch einmal so sein. Wir hatten alles im Griff, die Zeit unseres Lebens. Nichts war geplant und nichts war vergebens. Wir haben den Tag geliebt, auch im strömenden Regen. So viel bekommen und so viel gegeben. Dann war der Sommer vorbei, Herbst 2011. Wir liebten nur noch unser Leben und uns selbst. Und dann Semesterstart mit dem ersten Schnee. Und ich denke immer noch an den Sommer zurück. Wir hatten uns den Strand, sonst brauchten wir nix. Jetzt schickt man SMS, wenn man mal zu Hause ist. Kann's nicht noch einmal so sein? Nur noch einmal so sein. Wir hatten alles im Griff, die Zeit unseres Lebens. Nichts war geplant und nichts war vergebens. Wir haben den Tag geliebt, auch im strömenden Regen. So viel bekommen und so viel gegeben. Und es wird für immer so bleiben. Die Fotos können den Sommer unseres Lebens nicht beschreiben. Es wird für immer so bleiben. Es wird bleiben, bleiben, bleiben. Wir hatten alles im Griff, die Zeit unseres Lebens. Nichts war geplant und nichts war vergebens. Wir haben den Tag geliebt, auch im strömenden Regen. So viel bekommen und so viel gegeben. Hatten alles im Griff, die Zeit unseres Lebens. Nichts war geplant und nichts war vergebens. Wir haben den Tag geliebt, auch im strömenden Regen. So viel bekommen und so viel gegeben. Oh, oh, oh. Hey, wir haben so viel bekommen und so viel gegeben. Oh, oh, oh. Hey, wir haben so viel bekommen und so viel gegeben. Der nächste Song handelt ja von so Zeiten im Leben, wo plötzlich alles nicht mehr so richtig läuft. Irgendwie alles, was man anfängt,
kriegt man irgendwie nicht fertig. Und manchmal hilft es total, dass man in solchen Momenten Leute hat, die einen einfach irgendwie mal so zur Seite nehmen und einfach ein paar aufmunternde Worte für einen übrig haben. Und ja, so ein bisschen Rückenwind zu bekommen einfach von Leuten, die man gern hat. Und so heißt auch der nächste Song, den ich spiele. Der heißt nämlich Rückenwind. Nebelten Augen, wir sehen nicht mehr klar und nehmen die Menschen um uns herum nur noch als Störfaktor wahr. Wir sind wie Touristen in unserer eigenen Welt. Wir rennen gegen Mauern, bis all unser Mut in seine Einzelteile zerfällt. Doch ich will wieder leben, ohne Ballast an den Füßen, ohne Grenzen im Kopf und Ketten ums Herz. Einen neuen Tag begrüßen, gib mir nur ein bisschen Rückenwind, irgendwas, das mich nach vorne bringt. Ich will laufen und ankommen, wo das Licht im Meer versinkt. Gib mir nur ein bisschen Rückenwind, der mich zum Weitermachen zwingt. Ich will laufen, irgendwo ankommen, wo das Licht im Meer versinkt. Wir haben uns das Leben immer bunt ausgemalt, in den schillerndsten Farben von Zukunft geträumt, den nächsten Tag auf Raten bezahlt. Doch schwarz-weiße Wolken schieben sich vor das Licht, bleichen die Farben, drehen den Wind und fordern alle Kredite zurück. Doch ich will wieder leben, ohne Ballast an den Füßen, ohne Grenzen im Kopf und Ketten ums Herz. Einen neuen Tag begrüßen, gib mir nur ein bisschen Rückenwind, der mich zum Weitermachen zwingt. Ich will laufen und ankommen, wo das Licht im Meer versinkt. Gib mir nur ein bisschen Rückenwind, irgendwas, das mich nach vorne bringt. Ich will laufen, irgendwo ankommen, wo das Licht im Meer versinkt. Und das Rückenwind wird Rückensturm, fühlt sich an wie früher, neugeboren. Wir springen aus dem Wagen auf den Strand, Kontrolle wieder selber in der Hand. Gib mir nur ein bisschen Rückenwind, irgendwas, das mich nach vorne bringt. Ich will laufen und ankommen, wo das Licht im Meer versinkt. Hey, gib mir nur ein bisschen Rückenwind, der mich zum Weitermachen zwingt. Ich will laufen, irgendwo ankommen, wo das Licht im Meer versinkt. Da, wo das Licht im Meer versinkt. Ja, ey, das war Rückenwind. Und es kommt gleich ein Song hinterher. In dem Song geht es um einen Menschen, der sich irgendwie immer in die zweite Reihe stellt für andere. Und dabei verliert dieser Mensch vielleicht auch manchmal die eigenen Ziele und Wünsche ein bisschen aus den Augen. Und ich glaube, es ist wichtig, wenn man solche Menschen kennt, die immer ein bisschen mehr für andere geben als für sich selbst, dass man denen manchmal sagt, ey, auch deine Sachen weitermachen, das ist auch wichtig. Der Song heißt So weit. Du rennst um dein Leben, so schnell wie Forrest Gump, bist so oft präzise am Ziel vorbeigeschrammt. Du stellst dich nach hinten,
hast deine eigene Hierarchie. Bist so oft gestolpert, gefallen bist du nie. Hast so oft schon ans Aufgeben gedacht. Doch jeder Umweg hat am Ende was gebracht. Hey, du bist so weit, schon so weit gekommen. Hör jetzt nicht auf, gib Gas und lauf. Es geht nicht nur up and down. So weit, schon so weit gekommen. Hör jetzt nicht auf, gib Gas und lauf. Es geht nicht nur up and down, up and down. Up and down, up and down. Ey, du träumst von einem Ticket mit dem Flieger um die Welt. Oder einfach mal abhauen, kein Stress mehr wegen Geld. Doch wenn du abends im Bett liegst, kannst du wieder mal nicht pennen. Gedanken auf Highspeed, der Traum vom Happy End. Hast so oft schon ans Aufgeben gedacht. Jeder Umweg hat am Ende was gebracht. Ey, du bist so weit, schon so weit gekommen. Hör jetzt nicht auf, gib Gas und lauf. Es geht nicht nur up and down. So weit, schon so weit gekommen. Hör jetzt nicht auf, gib Gas und lauf. Es geht nicht nur up and down. Und ich weiß, es ist nicht leicht, immer wieder aufzustehen. Wenn du willst, bin ich dabei, wenn's mal nicht weitergeht. Und wenn die alten Pläne nicht mehr funktionieren, lass uns was Neues ausprobieren. Denn du bist so weit, schon so weit gekommen. Du bist so weit, schon so weit gekommen. Hör jetzt nicht auf, gib Gas und lauf. Es geht nicht nur up and down, up and down. Up and down, up and down. Up and down, up and down. Hör jetzt nicht auf. Gas und Lauf, es geht nicht nur up and down. Ich habe mal eine Zeit lang in einer Werkstatt, wo Menschen mit Behinderungen arbeiten, ein Praktikum gemacht. Und ja, da hatte ich so eine Gruppe von Jugendlichen, mit denen sollte ich so ein bisschen an Kommunikation, Artikulation und Atmung arbeiten. Und ich kam dann so an und hatte mir einen Plan gemacht, was ich mit denen machen wollte, so ein paar Übungen. Und es hat halt einfach dann auf einmal gar nichts geklappt. Also nichts hat funktioniert. Und es lag halt weniger an denen, sondern an mir, denn ich wusste einfach überhaupt nicht, wie ich mit denen umgehen soll. Und plötzlich sagte dann einer von den vier Jungs, ey, das ist völlig okay, dass du nicht weißt, wie du mit uns umgehen sollst. Wir wissen, dass wir eine Behinderung haben. Ey, mach einfach deinen Kram so. Und auf einmal war es alles voll gelöst irgendwie. Und das hätte ich gar nicht gedacht, aber ja, hat auf einmal irgendwie, hat dann nicht alles perfekt geklappt, aber ich war viel entspannter, weil ich plötzlich das Gefühl hatte, ey, ich kann ganz normal mit denen reden, weil es war das erste Mal, dass ich jetzt so mit Behinderten zu tun hatte. Und ich glaube, das ist ganz oft im Leben so, dass wir Menschen, die wir, ja, und das ist gar nicht böse gemeint, erstmal vielleicht so ein Stück weit herabwürdigen, weil sie auf den ersten Blick nicht ganz so schlau, nicht ganz so groß oder so stark wie wir wirken. Und ja, ich glaube, das machen wir im Leben ziemlich oft, Menschen so auf den ersten Blick zu bewerten. Und ich glaube, das ist manchmal gar nicht gut oder das ist ganz oft nicht gut. Und davon handelt auch so ein bisschen der Song, den ich jetzt spiele. Nämlich von einem Menschen, der dann irgendwie doch sehr viel größer und stärker war als ich, obwohl ich das vielleicht am Anfang gar nicht gedacht hätte. Hey, du heißt der Song. Du redest so gern von Liebe und was sie für dich ist und was dir ohne sie bliebe, dass du das niemals vergisst. Du redest so gern vom Glauben und dass du glaubst zu verstehen, warum ich oft das Gefühl hab,
die falschen Wege zu gehen. Und wenn ich dich dabei sehe und deine leuchtenden Augen, fühle ich mich neben dir klein und will auch so gern dran glauben. Hey, du bist viel größer als ich, weil du weißt, hey, weil du weißt, wer du bist. Denn du bist viel stärker als ich, weil du weißt, irgendwo da draußen ist dieser eine Platz für dich. Du redest so gern vom Leben und dass du tust, was du liebst, und dass kein Geld dieser Welt dich zu etwas anderem verbiegt. Und wenn ich dich dabei sehe und deine leuchtenden Augen, fühle ich mich neben dir klein und will auch so gern dran glauben. Hey, du bist viel größer als ich, weil du weißt, hey, weil du weißt, wer du bist. Denn du bist viel stärker als ich, weil du weißt, irgendwo da draußen ist dieser eine Platz für dich. Hey, du umarmst die ganze Welt mit deiner Art und deiner Weise. Und wenn du tanzt, dann tanzt sie mit und das zieht Kreise. Hey, du umarmst die ganze Welt mit deiner Art und deiner Weise. Hey, du bist viel größer als ich, weil du weißt, irgendwo da draußen ist dieser eine Platz für dich. Hey, das war das Konzert von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen und es hat euch vielleicht ein kleines bisschen von der ganzen blöden Quarantäne-Situation momentan abgelenkt. Das würde mich sehr freuen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich außerdem freuen, wenn ihr einfach mal Till Seifert bei Spotify oder bei YouTube oder Instagram oder Facebook eingibt. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, noch mehr Songs von mir zu hören. Im Sommer kommt ein Album raus, worüber ich mich natürlich auch freuen würde, wenn ihr euch da informiert. Das könnt ihr einfach auf Instagram oder Facebook machen. Da gibt es jegliche Infos dazu. Und ich wünsche euch alles, alles Liebe. Bleibt gesund und munter. Das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Und vielleicht sieht man sich ja irgendwann mal, wenn dieser ganze Spuk vorbei ist, bei einem richtigen Konzert wieder. Das würde mich sehr freuen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.